Willkommen auf dem Yas Marina Circuit, dem Schlusspunkt einer weiteren spannenden Saison der Formel 1. Wir lassen dieses atemberaubende Jahr auf einer Strecke ausklingen, die in ihrer kurzen Geschichte schon viel Ruhm und Kummer gesehen hat. Es ist Zeit, die Saison mit Stil abzuschließen. Es ist Zeit für den Abu Dhabi Grand Prix. Die Fahrer erwartet heute auf dem Yas Marina Circuit eine runde Länge von 5,4 Kilometern mit 21 Kurven. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11. Wir werden uns also auf knappe Abstände, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Es gibt drei Dinge, die man besonders beachten muss, Heiko. Positionierung, Aufmerksamkeit und Disziplin. Erstmal muss man einen guten Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Nur weil man eine Lücke sieht, muss man nicht unbedingt reinfahren. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Bottas, Carlos Sainz und Leclerc, Norris, Gasly, Vettel und Fernando Alonso, Tsunoda, Ocon, Kimi Räikkönen und Stroll, Russell, Latifi, Daniel Ricciardo und Mick Schumacher. Mazepin, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Ritter. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Okay, let's finish the season with a strong effort.
taken some damage, you may start to notice it.
DRS is offline. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. Box, we're coming in this lap. Gasly ahead. Okay, Gav ahead is 3.4 seconds. They're on fresh mediums. The time last lap was a 1 minute 58.1. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires.
Okay, there appears to be an issue. We're currently investigating. So at the moment ERS has failed, so all the brake energy is coming from the rear brakes, so we're happy but, with that. But it feels like there's more than that. It's actually holding the brakes on the rear or something. So investigate that now, please, and tell me what I can do. Continue.
it. What a season. Great work this year. Really great work. It's been hard at times, but we've come through. In dieser Saison gab es Höhen und Tiefen, aber jetzt können Sie erhobenen Hauptes in die Winterpause gehen, denn das war ein überzeugender Sieg heute. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich so ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist das heute Ritter. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Und gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Satz nach vorn. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche Gridstrafen auf den Sport auswirken? Wir haben sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Klingt, als hätte die Werkstatt da noch einiges zu tun.